ziemlich viel machen. Ich kann, auch wir nutzen natürlich RAW-Bearbeitung. In der RAW-Bearbeitung viel am Kontrast, an der Schärfe, am Kantenkontrast drehen. Wir zeigen nachher auch nochmal, wo da die Möglichkeiten liegen. Aber ein Foto, das tatsächlich unscharf ist oder an der falschen Stelle scharf ist, dort habe ich keine Chance mehr. Daran kann ich nichts mehr machen. Und deshalb kommt es darauf an, schon bei der Aufnahme alles dafür zu tun, dass das Bild scharf ist. Ich kann, wer ein bisschen sich nur mit der Bildbearbeitung auskennt, weiß das. Ich kann an den Farben, am Weißabgleich, an der Helligkeit, an all diesen Punkten kann ich sehr gut was machen, an der Schärfe einfach nicht. Sebastian, du siehst ja, ich habe hier bei dir in deinem Artikel da so ein bisschen rumgemarkert. Ich habe so ein paar Fragen, die ich da immer wieder einwerfen möchte. Und jetzt richte ich mich hier nochmal an alle Workshop-Teilnehmer oder an alle Webinar, so Entschuldigung, Teilnehmer. Sie haben auf der rechten Seite ja so ein Webinar. Tool, so eine Toolbox. Und dort können Sie eben auch Fragen eintippen. Ich werde die Fragen dann an den Sebastian entsprechend weiterleiten. Also tun Sie sich da keinen Zwang an. Oben habe ich diese erste ja, Bildunterschrift mal so angemarkert. Und zwar hast du jetzt gerade was angesprochen, was ich da schon relativ interessant finde. Das hätte ich gerne von dir ein bisschen beleuchtet. Du sagst, ich kann auf Farben natürlich noch Einfluss nehmen, auf Kontraste. Ich habe sogar diese Blendenkorrektur, wo ich so ein bisschen in die Belichtung noch eingreifen kann, etc. Da gibt es nun im RAW-Workflow eine Menge Möglichkeiten, wo ich eingreifen kann. Aber ich habe auch Photoshop und kann eben entsprechend die Schärfe beeinflussen. Das heißt also, ich zeichne einfach weich. Wenn ich doch jetzt eine Blende verwende, die gar nicht so weit offen ist, so, also ich nehme jetzt nicht eine Blende 2.0 oder sogar 1.4 oder 2.8 oder je nachdem, was die Kamera halt so hergibt, beziehungsweise was das Objektiv so hergibt, sondern ich fotografiere gleich mit Blende 8. Sonne lacht, Blende 8. Und jetzt habe ich natürlich viel mehr scharf, aber als ich hinterher im Bild eigentlich scharf haben möchte. Wenn ich doch jetzt aber beispielsweise über die Augen einen Balken lege und dann eben den Rest weich zeichne, erziele ich damit dann nicht einen ähnlichen zumindest oder aber vielleicht sogar einen gleichwertigen Effekt? Das wäre natürlich schick und klingt erstmal faszinierend. Und gerade im neuen Photoshop CS6 sind ja auch nochmal ein paar Weichzeichnungsfilter hinzugekommen. Und ich kann immerhin ein bisschen besser weichzeichnen als im Nachhinein scharf zeichnen. Aber, und ich glaube, bei den letzten Webinaren war es schon so, die meisten unserer Teilnehmer, Zuhörer fotografieren im People-Bereich, fotografieren Menschen, wo man es ganz oft auf diesen sehr konzentrierten Blick, auf diese Unschärfe, das sogenannte Bokeh anlegt. Und das macht einfach nochmal einen Unterschied. Verwende ich ein lichtstarkes Objektiv mit offener Blende, das einen natürlichen Schärfeverlauf hat, oder setze ich mich nachher hin, was ich ja ohnehin nur machen kann, wenn ich genug Licht hatte, um mit geschlossener Blende zu fotografieren, und versuche dort eine Unschärfe zu erzielen, die in den meisten Fällen nicht natürlich, nicht genauso harmonisch aussieht und die mich ganz viel Zeit und Arbeit kostet, weil ich Masken anlegen muss, weil ich mit verschiedenen Ebenen arbeiten muss, wenn ich es wenigstens ungefähr so gut hinkriegen möchte wie mit einer geöffneten Blende. Und wie gerade schon angesprochen, wenn ich bei schlechten Lichtverhältnissen arbeite, wenn ich auf Reportage arbeite mit Available Light, dann nützt mir die offene Blende natürlich auch, weil ich die Belichtungszeit kurz halten, weil ich den ISO-Wert niedrig halten kann. Klar, lichtstarke Objektive sind ein bisschen teurer, aber wer die Erfahrung einmal gemacht hat, der wird mir, denke ich, zustimmen, dass die Unschärfe, die ich dort direkt bei der Aufnahme erziele, mit kaum einem Software-Effekt zu vergleichen ist. Okay, soweit verstanden. Also das heißt mit anderen Worten, wenn ich die Schärfe wirklich nur hinterher in der Postproduktion setzen möchte, dann ist das wahrscheinlich mehr, ja, ich sage jetzt mal vielleicht ein bisschen bös, auf die iPhone-Fotografie zu beschränken. Aber wenn ich wirklich ein ernstzunehmendes Bild mache, muss ich das schon mit dem Objektiv machen und mit einer offenen Blende. Würde ich aus der Praxis auf jeden Fall empfehlen. Es ist ein faszinierender Effekt. Klar, am iPhone, auch mit einer App, kann ich dort ganz viel spielen.
iPhone und ganz kleine Kompaktkameras, die haben den kleinen Sensor, die haben eine relativ weit geschlossene Blende, da kriege ich fast immer Fotos, die von vorne bis hinten scharf sind. Wenn ich dann so einen schönen Bokeh-Effekt wenigstens nachempfinden möchte, um mein Bild etwas zu verbessern, ist die Software der Notanker. Solange ich andere Möglichkeiten habe, mit offener Blende, durch die Entfernung einer Person zum Beispiel vom Hintergrund, dann unbedingt dort zugreifen. Und ganz praktisch neben der Ästhetik, alles, was ich bei der Aufnahme mache, indem ich ein bisschen an meinem Rädchen drehe und dort die Blendlamellen ganz weit auseinanderziehe, all das muss ich nachher nicht in der Post-Production machen und dort ganz viel Zeit investieren. Ja, hier schreibt jetzt gerade jemand, also ich komme jetzt auf den Chat hier zu sprechen, sagt jetzt jemand, Moment, aber das Sensorformat spielt ja nun auch noch eine große Rolle für das mögliche Bokeh. Oder ist das nicht so? Doch, das ist natürlich, natürlich richtig. Das war das, was ich gerade meinte, als ich sagte, ein iPhone mit einem kleinen Sensor, eine Kompaktkamera mit einem ganz kleinen Sensor, etwa ein, zwei Drittel Zoll, die erzielen in der Regel selbst bei einer relativ weit geöffneten Blende eine Schärfe, die über einen besonders großen Bereich reicht. Wenn ich eine Vollformatkamera, also eine Kamera benutze, die einen Sensor im Kleinbildformat hat, ist mein Schärfebereich deutlich geringer. Wenn ich mit der Offenblende fotografiere, Beispiel klassische Porträtsituation, 85 mm Objektiv, Blende 2, dort habe ich einen Schärfebereich, wenn ich aufs Auge anlege, der weder bis zur Nase vor noch bis zu den Ohren nach hinten reicht, wenn das Objektiv entsprechend eingestellt ist, wenn der Fokus kalibriert ist. Wenn ich das Gleiche mit einer Kompaktkamera versuchen würde und einem winzig kleinen Sensor, wäre der Schärfebereich um einiges größer. Hier fragt dann jetzt gerade noch jemand zwischen, was ist denn bitte ein lichtstarkes Objektiv, beziehungsweise woran erkenne ich das? Das erkennt man ganz klar daran, wie weit man die Blende öffnen kann. Es ist ja so im Allgemeinen, sagt man immer, aber ich verstehe das nicht so richtig. Man sagt immer, eine große Blende und dabei ist doch dann aber eine Blende 16 beispielsweise, ja, viel lichtunempfindlicher. Und wieso sagt man dann halt eine große Blende? Man muss sich das einfach so vorstellen. Das ist ja innen drin diese Lamellen, die sich zuziehen. Und man spricht ja von der Blende, nicht von Blendenloch. Also es das heißt, eine große Blende, dann schattet man auch viel ab. Das heißt, dieses Loch, was diese Lamellen lassen, das ist dann natürlich nur noch sehr, sehr klein. Dann hat man eine große Blende. Das heißt, man hat sehr viel Licht geblockt. Und jetzt spricht man also von einem sehr lichtstarken Objektiv. Das heißt, das Objektiv lässt besonders viel Licht rein. Je offener diese Blende sein kann, das heißt, je größer dieses Loch dieser Lamellen ist. Also ein Objektiv, was recht lichtstark ist, ist ja mal so mindestens, würde ich jetzt sagen, Sebastian, tret mir auf die Füße, wenn ich jetzt damit ein bisschen übertreibe. Lichtstark würde ich jetzt ein Objektiv bezeichnen, was mindestens eine Blende 2,8 hat. Ja, würde ich auf jeden Fall mitgehen. Wir verwenden hier bei der Arbeit ausschließlich Objektive, die mindestens eine 2,8er Blende haben. Gerade an einem Vollformatsensor erziele ich Bokeh-Effekte auch mit einer Blende 4 und einer langen Brennweite zum Beispiel. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen, der noch nicht so tief in die Fotografie eingestiegen ist, wenn er sich zum einen anschaut, wenn ich so ein Objektiv habe, wenn ich vielleicht mir ein neues kaufen möchte, steht an einer Stelle immer die Brennweite in Millimetern. Der andere Wert, das ist die maximale Blendenöffnung. Und wenn ich mir vorstelle, dass an der Stelle nicht diese Zahl steht, sondern eigentlich ein Bruch, nämlich 1 durch diese Zahl, dann wird wahrscheinlich auch relativ klar, dass wenn ich eine kleine Blendenzahl habe, also Blende 2, steht da eigentlich 1 durch 2 und das Ergebnis ist natürlich viel größer, als wenn ich 1 durch 16 teile.
um Olivers Beispiel von der Blende 16 aufzunehmen. Richtig, genau. Jetzt fragt hier noch jemand, natürlich ganz berechtigt, ich dachte, das Thema ist heute Autofokus, beziehungsweise deren Fehler bei Optiken. Na klar, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Es geht ja hier in diesem Artikel, das haben wir ganz klar gesehen, um Schärfe im Allgemeinen. Und natürlich, da spielt auch der Autofokus eine Rolle. Und da kommen wir jetzt, glaube ich, auch schon zu diesem nächsten gelben Fleck, den wir da im Text sehen. Ja, Sebastian, vielleicht sagst du uns noch was dazu. Jetzt stellen wir also scharf. Wir haben eine offene Blende verwendet. Das heißt also, hinterher der Bereich der Schärfe wird recht klein sein. Weiß jeder, der früher noch mit analogen Kameras fotografiert hat. Ich weiß noch, meine erste war eine Nikon F301. Das ist gute 20 Jahre her. Ach nee, du lieber Gott, schon fast 25 Jahre her. Die hatte einen Autofokus, der war einfach nicht vorhanden. Es war nämlich ein manueller Fokus. Und sobald sich ein bisschen was schneller bewegt hat, beziehungsweise ich schneller reagieren musste, ja, da habe ich mir meine Schärfe irgendwie erdenken müssen. Also heute gibt es Autofokus, aber verschiedene Arten. Das habe ich in dem Artikel gesehen. Sebastian, vielleicht sagst du uns mal ein bisschen was darüber. Ja, klar, es gibt verschiedene Arten und eine dieser Arten, die ich an der Kamera respektive am Objektiv einstellen kann, ist natürlich die, die du gerade angesprochen hast. Ich kann nach alter Väter Sitte manuell arbeiten. Ist heute relativ schwierig, nicht nur, weil wir das nicht mehr gewöhnt sind, sondern weil unsere Kameras gar nicht mehr darauf eingestellt sind. Früher hatte ich Mattscheiben, also das, was ich sehe, wenn ich durch den Sucher schaue. Mattscheiben, die darauf ausgelegt waren, dass ich von Hand scharf stellen kann. Da war oft sogar ein Schnittbild drauf. Ja, da bewegten sich so zwei Hälften aufeinander zu und wenn die genau übereinander lagen, dann wusste ich, da habe ich einen Schärfepunkt erreicht. Darauf kann ich heute gar nicht mehr bauen. Stattdessen habe ich zum einen den sogenannten statischen Autofokus und den kontinuierlichen Autofokus. Ja, wer mit einer Kennenkamera fotografiert, da heißt es nicht kontinuierlich, sondern HI-Servo. Das heißt, die Kamera versucht, den Autofokus nachzuführen. Ja, ein Kind, ein Hund, ein Sportler rennt auf mich zu. Das heißt, die Kamera versucht, die Bewegung vorauszuahnen und mitzuführen. Und je teurer die Kamera, desto mehr technische Finessen sind dort eingearbeitet. Und ich habe hier mal eine Illustration mitgebracht, die ich mir bei Canon ausgeliehen habe, die zeigt, dass die Autofokusfelder einer EOS 5D Mark III, sieht bei der 1DX, bei dem Spitzenmodell, genauso aus. Und links sehe ich erstmal alle 61 Felder und rechts sehe ich nochmal spezifiziert, dort gibt es Kreuzsensoren und Dualkreuzsensoren. Ist das wichtig? Klingt sehr technisch. Ich will doch viel lieber schöne Fotos machen. Naja, es ist schon ganz gut zu wissen, dass an der Stelle, wo Kreuzsensoren sind, das heißt, wo sich zwei Module befinden, die über Kreuz messen, ja, das sind in dem linken Bild die hellblauen Felder, dass dort die Empfindlichkeit und die Präzision sehr viel höher ist, als wenn ich nur einen Messpunkt habe. Und das kann ich sogar noch toppen. Wir sehen in der Mitte fünf violette Felder. Und da ist auf dem rechten Bild, sind da so in hellblau mehrere X drauf, so diagonale Kreuze. Das sind Dualkreuzsensoren. Ja, da habe ich ein Kreuz, klassisch, im rechten Winkel und eins noch diagonal darüber liegen. Das heißt, da ist die Empfindlichkeit maximal und dort habe ich auch die besten Chancen, wenn ich diesen Autofokus, der die Schärfe nachführt, der die Bewegung berechnet und ihr folgt, wenn ich den einsetzen möchte, dort ist die Kamera am empfindlichsten.
Inwiefern wirkt sich denn, also hier wird jetzt der Fokus gemessen und genau da kommen wir ja dann auch gleich, wenn wir über die Autofokus-Kalibrierung sprechen, dann drauf zurück, warum es dort dann, naja, mitunter zu Abweichungen kommen kann, was den Fokus angeht. Jetzt hätte ich aber da noch eine Frage, die habe ich mir hier notiert zu diesem Ganzen, was mich interessiert. Ich bin, will da gar kein Geheimnis drum machen, Nikon-Fotograf. Wenn ich eine Canon beispielsweise in der Hand habe und es ist ein Canon-Objektiv drauf, es hört sich irgendwie anders an. Das heißt also, es scheint ja doch diese unterschiedlichen Techniken zu geben, wie ich muss ganz ehrlich gestehen, da habe ich nicht so wirklich Ahnung von. Motoren, Ultraschall werfe ich jetzt mal einfach so als Stichwörter in den Raum. Spielt das in irgendeiner Art und Weise eine Rolle? Klar, Ultraschallmotoren spielen auf jeden Fall eine Rolle, sind ein schöner technischer Fortschritt bei der Objektiventwicklung. Und es spielt auch gar keine Rolle, ob du die Nikon nimmst, ob ich die Canon nehme, ob einer unserer Zuhörer eine Sony verwendet, ob ich ein Objektiv von meinem Kamerahersteller habe oder eins von Sigma, Tamron, Tokina und wie sie heißen. Der Ultraschallmotor sorgt einfach dafür, dass sich im Objektiv die Linsen, die verstellt werden müssen, um die Schärfe zu erreichen. Das heißt, das, was ich früher von Hand gemacht habe, wenn ich da an dem Objektiv gedreht habe, sorgt dafür, dass sich das schneller bewegt. Das heißt, wenn ich schnell wechsle, erst in der Nähe ein Objekt scharf stelle und dann in der Ferne, muss das Objektiv ganz viel arbeiten, muss ganz viel Glas im Innenraum bewegen. Und dort hilft der Ultraschallmotor, das schnell und erfreulich leise zu tun. Und wir haben jetzt ganz oft gesagt, wir müssen eventuell einen Fokus kalibrieren. Es gibt Probleme. Back- und Frontfokus sind da so die Stichwörter. Das heißt, das, worauf ich scharf stelle, liegt entweder vor dem Objekt, das ich eigentlich treffen wollte, oder hinter dem Objekt, das ich eigentlich treffen wollte. Und der Fokusmotor ist dort eine Fehlerquelle. Das ist Mechanik und dort gibt es einfach gewisse Toleranzen. Und wenn ich so einen schnellen Ultraschallmotor habe, der arbeitet einfach noch ein bisschen präziser als so ein klassischer Stangenantrieb. Okay, ich habe hier jetzt gerade noch eine ganz berechtigte Frage eigentlich reinbekommen. Da sagt jemand, man hat das eben gerade noch in dem in dieser Voransicht, die wir jetzt hier vorgesehen haben, ganz gut gesehen, schreibt jemand, was ich nicht verstehe, warum sind die Messfelder auf dem mittleren Bildbereich konzentriert? Meine Bildkompositionen sehen anders aus. Irgendwie eigentlich, ja, nachvollziehbar. Aber dennoch, die Mitte des Bildes oder die Mitte, die Linse, will ich mal sagen, die das Objektiv darstellt, ist wahrscheinlich aber auch die schärfste, Die der schärfste Bildmitte ist Bereich. in der Regel ist natürlich der schärfste Bereich. Also je besser das Objektiv, im Idealfall habe ich keinen Abfall der Schärfe nach außen. Im Idealfall habe ich keinen Abfall der Schärfe nach außen. Trotzdem bleibt natürlich der Bereich in der Mitte am schärfsten. Und in dem Fall haben wir es ja vor allem mit der Kamerakonstruktion zu tun. Das heißt, für den Kamerahersteller ist es eine extreme Herausforderung, seine Fokusfelder so weit wie möglich nach außen zu legen. Denn natürlich weiß man auch bei Canon, Nikon und bei Sony, dass man in der Regel versucht, seine Bildkomposition in die Ecken zu verlegen, sein Bild irgendwie nach dem goldenen Schnitt oder zumindest nach so einer Drittelregel aufzuteilen. Ich persönlich habe mein Autofokusfeld in der Vorwahl auch ganz außen, ganz rechts oben. Und das macht natürlich auch einen wichtigen Unterschied aus zwischen einer Nikon D4 und einer Nikon D3100. Wenn ich dort mal durch den Sucher schaue, von allen anderen Unterschieden mal abgesehen, habe ich bei der kleineren Kamera viel weniger Fokusfelder und die liegen viel enger zusammen. Das heißt, ich kriege hier bei so einem Profigerät einen echten Vorteil, der sich nicht nur in der Bildkomposition auswirkt, sondern auch in der Präzision. Ja.
Oliver hat vorhin davon gesprochen, wie man früher gearbeitet hat. Wenn wir nicht ganz so weit zurückgehen bis zum komplett manuellen Scharfstellen, sondern in die Zeit, als der Autofokus noch frisch war, als ich noch wenig Chancen und längst nicht so empfindliche Sensoren hatte, Kreuzsensoren, Dualkreuzsensoren, wie wir die hier sehen, dann haben sich viele angewöhnt zu sagen, ah, ich nehme den mittleren Sensor, der Zuhörer hat vollkommen recht, schon immer der präziseste und lichtempfindlichste war, messe damit an und ändere dann meinen Bildausschnitt. Das kann ich immer noch machen. Ist aber hochriskant. Ich habe da auch mit den Kameraherstellern drüber gesprochen. Unsere Bildsensoren sind dermaßen empfindlich, die schon die kleine Abweichung, die ich durch dieses sogenannte Verschwenken bekomme, reicht aus, dass die Schärfe nicht mehr exakt auf dem Punkt liegt. Beim Film früher hat man das nicht so gesehen. Heute können wir das am Rechner alle ganz präzise betrachten. Und deswegen sollte man, wenn irgend möglich, auf seine Fokusfelder zurückgreifen und immer den Fokuspunkt wählen, der tatsächlich passt. Verschwenken ist nicht mehr up to date. Im nächsten Slide wieder, den wir jetzt hier nachsehen, da hatte ich mir wieder so einen Bereich angemarkert, wo was du jetzt eigentlich gerade schon angesprochen hast. Und zwar hast du gerade gesagt, wenn wir das früher gemacht haben per Film, dann ist uns das gar nicht so aufgefallen. Aber heute eben in der digitalen Fotografie, und sind wir ehrlich, unsere Kameras heute sind ja wirklich wahre Pixelmonster. Also 20 Megapixel und naja, auch deutlich, deutlich aufwärts. Sehe ich jetzt auch in diesem Feedback hier, was wir von den Zuhörern kriegen oder Zuschauern kriegen. Da sind ja auch mal locker Kameras dabei, die machen fast 40 Megapixel. Ich glaube, jeder weiß, wovon ich rede. Warum ist aber das kritischer? Wieso sehe ich da eine gewisse oder ganz leichte Unschärfe eher? Man hat doch immer gesagt, ja, wir haben zwar Filmmaterial, aber letztendlich ist es pixelfrei und die Auflösung ist dann irgendwie, ich will es nicht sagen unendlich, aber ja, doch schon viel erschöpflicher oder unausschöpflicher. So. Ist das so? Also es das heißt, ist Film wirklich hochauflösender als heute so ein Pixelmonster? Nein, da sind wir schon lange drüber weg. Das, was aktuelle Digitalkameras an Auflösung schaffen, übertrifft den Film bei weitem. Und man muss dazu sagen, wir sind vor allem empfindlicher geworden. Klar, die Bildsensoren sind technisch gesehen empfindlicher geworden, aber wir sind vor allem empfindlicher geworden, wenn wir unsere Bilder auf den Rechner übertragen und dann mal eben in Lightroom auf den Knopf 1:1 Ansicht drücken und dann jedes Detail in x-facher Vergrößerung sehen. Einer der Techniker, mit denen ich für die Geschichte gesprochen habe, hat das sehr schön gesagt. Sagt, wer hätte sich denn früher einen Abzug in 10x15 mit der Lupe angesehen? Ja, eben kein Hätte niemand Mensch. gemacht. Kein Mensch. Was hätte er gesehen, wenn er es gemacht hätte? Er hätte ganz viel Filmkorn gesehen. Das wird heute wieder als hübsch ästhetisch betrachtet. Und wenn man aktuell mit ISO 10.000 fotografieren kann, wo früher bei 800 im Schwarz-Weiß-Film Schluss war, hat man natürlich leicht reden. Aber der Film mit seiner Kornoberfläche hatte längst nicht die Detailpräzision und deshalb hatten die Fotografen auch längst nicht die Detailversessenheit, die wir heute an den Tag legen können. Ich glaube, man muss dort einen gesunden Kompromiss walten lassen. Natürlich muss ich die Schärfe meiner Bilder kontrollieren und natürlich möchte ich ein scharfes Objektiv und einen treffsicheren Autofokus. Wenn ich aber ein Foto habe, von dem ich weiß, ich möchte da nachher einen 10x15 Abzug fürs Fotoalbum für haben, dann ist das gar nicht so dramatisch. Und by the way, mit dieser Empfindlichkeit ist eben auch diese Freihandregel gekippt. Ich glaube, das hast du auch mit angemarkert Ja, hier. richtig, genau. Das wird der eine oder andere auch schon mal gehört haben. So über den Daumen gepeilt hat man lange gesagt, wenn ich die Brennweite, Entschuldigung, nehme und davon den Kehrwert bilde, also 1 durch die Brennweite, dann ist das so ungefähr
die maximale Belichtungszeit, die ich aus der Hand fotografieren kann, ohne dass ich es verwackel. Das stimmt so nicht mehr. Der Sensor nimmt viel kleinere Vibrationen, viel kleinere Abweichungen wahr. Und mit einem 50 mm und einer 50. Sekunde zu arbeiten, ist möglich, aber es ist riskant. Ich kann natürlich mit einem Bildstabilisator dagegen steuern. Die Technik funktioniert ja erfreulich gut. Aber wenn ich so eine Faustregel im Kopf behalten möchte, zum Beispiel auch für ein Teleobjektiv, 200 mm, eine 200. Sekunde, das kann zu wenig sein bei der Technik, die wir heute nutzen. Okay, dann habe ich hier noch eine Frage zur Offenblende. Nee, eigentlich haben wir das schon geklärt. Entschuldigung, die Frage stelle ich dann wieder zurück. Welche realen Vorteile hat denn solch ein empfindlicher Kreuzsensor, wie zum Beispiel der von der 6D? Fragt noch jemand, vielleicht passt das noch schnell dazwischen, bevor wir das Thema Ja, na abschließen. klar. Der ganz reale Vorteil ist, dass ich auch auf Oberflächen, zum Beispiel, mit denen ein einfacher Fokussensor Probleme hat, besser zurechtkomme. Ja, normalerweise braucht der Fokussensor immer einen gewissen Kontrast im Bild. Wenn man versucht hat, auf eine weiße Wand scharf zu stellen, weiß, was ich meine. Das kann auch jeder einfach ausprobieren. Ohne einen gewissen Kontrast funktioniert der Autofokus nicht. Also eine ganz weiße Wand treibt ihn zur Verzweiflung. Bei einem Kreuzsensor reicht vielleicht schon eine Raufahrt an der weißen Wand, damit die Kamera noch scharf stellen kann. Das Gleiche gilt natürlich, wenn ich Beispiel aus meiner Arbeit als Hochzeitsfotograf in der Kirche stehe. Vorne steht der Bräutigam im schwarzen Anzug. Die Kirche ist sowieso, tja, charmant mit Kerzenschein beleuchtet oder hübsch düster. Und die Kamera mit dem Kreuzsensor oder gar dem Dual-Kreuzsensor schafft es dann noch, auch in so einer Umgebung auf eine relativ kontrastarme, dunkle Fläche scharf zu stellen. Okay, die Frage ist übrigens gleich dreimal gestellt worden, also von daher, also nicht von dem gleichen, sondern wirklich von unterschiedlichen Zuschauern. Denke ich, können wir zum nächsten Schritt gehen. Und zwar habe ich mir auf der nächsten Seite etwas markiert, da geht es um den Schärfebereich. Und zwar, wenn man ja etwas scharf stellt, und damit meine ich jetzt wirklich mit dem manuellen Fokus. Und dann ist mir aufgefallen, dass wenn ich, wie soll ich das beschreiben, wenn ich ganz leicht den Schärfepunkt hin und her drehe, dann habe ich den Eindruck, es passiert einen Moment lang nichts. Wie darf ich das deuten? Bewege ich mich dann innerhalb von dem Schärfebereich der jeweiligen Blende? Oder hat man da ein gewisses Spiel in der Linse oder im Fokus? Passiert das dem Autofokus auch? Das muss man ganz schlicht mit Ja beantworten. Wir haben es zwar mit High-End-Technik zu tun und gerade bei dem Phasenvergleich, also der Messmethode, die und die meisten Spiegelreflexkameras benutzen, mit einer Technik, die inzwischen ausgefeilt und eingespielt ist, trotzdem spielen da ganz viele mechanische Elemente miteinander. Und diese Elemente haben gewisse Spielräume, wie du vorhin gesagt hast, die haben einfach Toleranzen. Das heißt, wenn ich dort drehe und zum Beispiel durch die Kamera gucke und auf die scharfe Rückmeldung warte, kann ich ein Stück drehen und dann wird mir es als scharf angezeigt und dann drehe ich noch einen Hauch weiter und es wird mir immer noch als scharf angezeigt. Ja, was stimmt denn nun? Ja, irgendwo in dem Bereich muss man so salopp sagen, stimmt es dann. Und nicht anders kann der Autofokus auch arbeiten. Das heißt, mit so einem Hauch Toleranz muss ich dann leben und eventuell kann ich meine Ergebnisse verbessern, wenn ich mal schaue, wenn ich mal messe, und da wirst du, denke ich, Oliver, nachher was zu sagen, wo denn dieser Toleranzbereich liegt und wie der sich tatsächlich in der Praxis auswirkt, ob der sich irgendwie im Bild zeigt. Genau, da werde ich auf jeden Fall noch was zu sagen, gar keine Frage.
Hier fragt gerade noch jemand, ja, ich merke, jetzt hopsen wir so ein ganz klein bisschen vom Thema her, aber ich hoffe, ich kann das trotzdem noch platzieren. Wohin geht eigentlich die Entwicklung beim kontinuierlichen Autofokus? Gerade im Scope auf Film mit der DSLR, was ja immer populärer wird, kann man in naher Zukunft einen angemessenen, mitführenden Autofokus erwarten? Ich denke schon, wir erleben ja bei den ersten Kameras, dass sie einen sogenannten Hybrid-Autofokus benutzen. Das heißt, sie benutzen den Phasenvergleich, den ich vorhin angesprochen habe und der seit Jahrzehnten etabliert ist. Und sie benutzen die neuere Kontrastmessung. Das heißt, die Messung, die viele sogenannte EVIL-Kameras, also Electronic Viewfinder, Interchangeable Lens, die ganzen neuen Systemkameras, Fuji X-Pro, Sony Nex, Panasonic GF, Olympus Pen, den die benutzen, die messen direkt auf dem Bildsensor, suchen den kontraststärksten Bereich, indem sie langsam mit dem Objektiv vor- und zurückfahren und an der Stelle stoppen, an der sie den kontraststärksten Bereich messen. Und das ist natürlich eine Technik, dadurch, dass sie direkt auf dem Sensor stattfindet, die auch für Videoaufnahmen genutzt werden kann. Es hört sich für mich, ich mag falsch liegen, zwar im Grunde ein bisschen langsamer an, aber ich kann mir vorstellen, dass man das, was wäre das richtige Wort, analytischer verwenden kann. Sprich eben, wenn sich jemand auf die Kamera zubewegt, dass der Fokus dann ja ruhiger nachgeführt werden kann. Und nicht so, wie das heute ist, wenn ich etwas versuche zu filmen, und das mache ich eben mit meiner Kamera ja auch ab und zu mal, eher mehr noch als Spielerei, als dass es ja ernsthaft Anwendung findet bei mir, aber eben dann kommt was auf die Kamera zu, die Kamera fokussiert und das fährt so wirklich einmal komplett vor, einmal komplett zurück und die Szene ist eigentlich damit auch schon im Eimer. Da verspreche ich mir doch dann von der Kontrastmessung ein bisschen mehr. Ich denke auch, die Kontrastmessung ist in dem Bereich sehr vielversprechend. Generell bietet sie ja eine Menge Vorteile. Es lässt sich sicherlich noch nicht hundertprozentig sagen, ohne den Kaffeesatz zu befragen, wem jetzt die Zukunft gehört. Aber es spricht zumindest auf mittlere Sicht viel für dieses Hybridsystem, denn die Kontrastmessung galt lange Zeit als langsam. Das hat sie abgelegt. Da war die technische Entwicklung sehr gut, sehr Okay. rasant. Und wenn es jetzt gelingt, den Vorteil der Kontrastmessung, nämlich dass ich genau an der Stelle die Schärfe messe, wo ich nachher mein Bild aufnehme, ja, auf meinem Bildsensor, das gibt mir ein Plus an Präzision, wenn ich dieses Plus an Präzision nutzen kann und vielleicht in einem Zwischenschritt mit der Schnelligkeit des Phasenvergleichs, also der klassischen Messung, verknüpfen kann, dann kann ich dort sicherlich noch bessere Ergebnisse erzielen und als Fotograf oder dann auch als Filmer, die Funktionen der Kameras fließen dort ja zusammen, echte Vorteile daraus ziehen. Ja. Wenn ich jetzt den Autofokus so benutze, wie er ist, also meine, das so wie wir das kennen, ich visiere mit dem Sensor, was auch immer das jetzt für einer ist in der Kamera, das Objekt, was ich fotografieren möchte, an, drücke meinen Auslöser halb und er fokussiert, dann ist das eine Geschichte. Jetzt gehe ich noch einmal wieder zurück auf meine, ja, damalige Fotografie mit meiner manuell zu fokussierenden Nikon. Das kann ich ja doch heute eigentlich auch ein bisschen so machen. Und zwar haben doch viele Kameras einen, nennt man das Live-View, ich glaube, so dass ich das Bild direkt sehe und ich kann reinzoomen. Das heißt also, der zeigt mir das ja fast in Pixelgröße, will ich jetzt mal sagen, so dass ich wirklich sehen kann. Jetzt ist es scharf oder ich kann noch ein bisschen drehen. Also im Prinzip mache ich dann per Auge, manuell, ja, sowas wie eine Kontrastmessung. Ist das gut oder sollte man das lieber bleiben lassen? Klar, also der Nachteil bleibt der gleiche wie zu früheren Zeiten. Ich brauche immer ein bisschen Zeit, um von Hand scharf zu stellen. Aber durch diese Voransicht, durch diese Ausschnittvergrößerung, die mir ein elektronischer Sucher oder ein Live-View-Bild ermöglichen, kriege ich natürlich sehr viel präzisere Ergebnisse,
als wenn ich nur das normale Sucherbild habe. Wer mal versucht hat, mit einem Weitwinkel 16 mm, 20 mm von Hand scharf zu stellen, ohne diese Vergrößerung, wird gesehen haben, das ist unheimlich schwierig, weil ich durch den weiten Winkel sehr weit weg bin von den Dingen und dort mit dem reinen Auge nicht mehr präzise arbeiten kann. Wenn ich mir jetzt so eine Zehnfachvergrößerung über den Live-View hole, dann kann ich da natürlich ganz sachte und ganz akkurat scharf stellen. Und es muss ja gar nicht immer der Live-View sein. Ich habe gerade mal als Slide die beiden Fokusmesssysteme noch mal etwas größer eingeblendet. Ich habe ja bei vielen Systemkameras, die sonst mit der Kontrastmessung arbeiten, einen elektronischen Sucher. Das heißt, ich habe als Sucher einen Mini-Bildschirm und kann mir auch beim Blick durch den Sucher diese Vergrößerung, diese Fokuslupe einblenden lassen. Die Möglichkeit habe ich beim Blick durch den Sucher bei einer Spiegelreflexkamera nicht. Ja, okay. Aber zurück zum Autofokus. Es gibt, und das habe ich auch in deinem Artikel gesehen, ein Tool, womit man dann das Objektiv selbst kalibrieren kann. Das würde ich von dir gleich noch ganz gerne mal geschildert haben, bevor wir uns dann anschauen, wie man eigentlich einen Autofokus mit einer, ja, ich sage jetzt mal, aktuellen und modernen Spiegelreflexkamera kalibrieren kann. Das funktioniert ja. Es gibt ja immer die Möglichkeit oder in sehr vielen Kameras die Möglichkeit, den Autofokus zu kalibrieren. Nennt sich dann Autofokus Fine Adjustment oder wie auch immer. Also das kommt halt auf den Kamerahersteller an, aber so ähnlich heißt es dann immer. Und dort habe ich dann die Möglichkeit, genau diese leichte Fehlfunktion, will ich es jetzt mal nennen, auszugleichen. Warum sowas entsteht und wie man das dann korrigiert, das sehen wir aber dann gleich noch genauer. Aber zuerst möchte ich auf dieses Ding zurück, wo ich nicht die Kamera und das Objektiv in Kombination zueinander kalibrieren kann, sondern jetzt hat der Sebastian hier etwas drin, was angeblich dann die Linse selbst, die das Objektiv selbst kalibrieren kann. Bitte was? Kalibrieren muss ich es immer noch selbst, aber ich habe zum ersten Mal die Chance, dort tatsächlich selbst mein Objektiv einzustellen. Wer in der Regel eine von den großen Vollformatkameras benutzt, weiß, er kann eine Fokusfeinjustage vornehmen, kann dort den Autofokus korrigieren. Alle anderen, die kleinere Modelle verwenden, müssen dafür die Kamera zum Hersteller schicken, müssen dann dort eine Einstellung vornehmen lassen. Und Sigma, der Objektivhersteller, hat gesagt, wir wollen, dass das in Zukunft anders geht. Es hat noch niemand in der Hand gehabt, aber die Ankündigung ist sehr vielversprechend. Wir sehen das hier unten links auf der Seite, in Kombination übrigens mit dem neuen 1435, das ich vor ein paar Tagen schon mal für ein paar Testbilder in den Händen hatte. Ein absolut brillantes Objektiv, sehr scharf bis zu den Rändern, auch bei offener Blende. Aber auch da habe ich zum Beispiel festgestellt, ich hatte an der Canon 1DX, einer Vollformatkamera, einen leichten Frontfokus. Das heißt, bei Blende 1.4 war die Schärfe nicht exakt an der Stelle, wo ich sie haben wollte, sondern sie lag etwas weiter vorne. Das habe ich per Kameramenü korrigiert. Hier mit diesem kleinen Tool, das so aussieht wie ein Objektivdeckel mit Loch, könnte ich das jetzt direkt am Objektiv machen. Das Ding hat einen USB-Anschluss, es gibt eine passende Software dazu in Zukunft und ich kann dann auf dem Chip des Objektivs diese Korrektur eintragen. Und das kann ich für alle neuen Sigma-Objektive machen. Ja, das heißt, für die bestehenden wird es so der jetzige Stand leider nicht gehen, aber alle Modelle, die jetzt neu rauskommen, wie dieses 1435, werden das in Zukunft zulassen, dass ich dort selbst meine Fokuseinstellung vornehme. Und auch noch mehr, dass ich zum Beispiel, wenn ich ein Makroobjektiv habe, bei dem ich über so ein Schalterchen einstellen kann, in welchen Bereichen jetzt der Schwerpunkt fürs Scharfstellen liegt, ob der im Nahbereich liegt oder weiter in der Ferne, dass ich auch dort die Grenzen, die Limits einstellen kann.
Okay. Jetzt denke ich, wäre es mal interessant reinzuschauen, wie man so etwas überhaupt einstellt. Das heißt, wie man einen Autofokus macht. Quatsch, wie man einen Autofokus, Entschuldigung, kalibriert. Und dazu nehme ich jetzt mal deinen Bildschirm wieder raus, Sebastian, und schalte mal auf meinen Monitor hier. Und ich glaube, dann ganz zum Schluss kannst du uns noch mal zeigen, ja, was so noch weitere Eckpunkte in Sachen Schärfe sind. Ich glaube, da hast du noch ein Bild vorbereitet, wo wir mal in den RAW-Converter schauen können, wo man noch ein wenig nachhelfen kann. Aber eben zuerst gehe ich jetzt mal auf meinen Monitor und ich hoffe, der ist jetzt auch gleich sichtbar. So, Sebastian, vielleicht gibst du mir ein kurzes Feedback, ob ich hier sichtbar bin. Ja, Alles es prima. werkelt noch, es arbeitet noch, aber Jetzt müsste mein Monitor dann für alle sichtbar sein, richtig? genau, das E-Book ist Jawohl. vollendet. Also, dann schauen wir uns mal die Kalibrierung an. Also sprich Autofokus-Kalibrierung. Wir von Data Color haben ja drei verschiedene Tools, die eine Kamera kalibrieren. Da haben wir den Cube für den Kontrast, diesen Checker für die Farben. Alles heute kein Thema. Das letzte, das ist heute jetzt das Thema dort. Das letzte Tool, das ist der Spider-Lens-Cal. Und genau dieser Spider-Lens-Cal, der ist dafür da, den Autofokus der Kamera einzustellen. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie das Ganze funktioniert, beziehungsweise warum wir das überhaupt brauchen. Der Spider-Lens-Cal sieht so aus, man klappt ihn so auf und arretiert ihn und man kann hier ganz gut sehen, deswegen möchte ich dieses Bild jetzt dazu nutzen. Hier ist eine Skala, die geht von 0 bis 1, 2, 3, 4, 5, 6 und nach vorne 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aber man merkt da schon, 0, das ist sozusagen unser Center. Das soll hinterher der Punkt sein, der eben entsprechend scharf gestellt ist. Hier unten sehen wir noch ganz gut eine kleine Libelle. Das ist so eine Mini-Wasserwaage da drin, damit man den Spider-Lens-Cal auch gerade aufstellt. Und hier hinten sehen wir noch so einen weiteren Kreis. Das ist ein Viertel-Zoll-Gewinde, heißt also genau das gleiche Gewinde, was unter Ihrer Kamera vorhanden ist. Damit kann man den Spider-Lens-Cal dann auf einem Stativ befestigen. Man muss nicht auf ein Stativ, aber dennoch. Sage ich aber gleich noch was zu. Wieso muss man so eine Kamera, und Achtung, ich spreche immer ganz bewusst von einer Kamera-Objektiv-Kombination. Warum muss man das überhaupt kalibrieren? Oder sollte? Es sind einfach Toleranzen in der Herstellung. Und jetzt soll man da sich nicht vorstellen, als dass da jemand mit einem dicken Hammer steht, der haut da, keine Ahnung, 7, 8, 9, 11, 12 Linsen in so ein Gehäuse, schraubt hinter den Deckel zu, schüttelt und wenn nichts klappert, ist das alles innerhalb der Toleranzen. Das Ding geht über die Ladentheke. Es geht hier wirklich um, ja, weit weniger als nur Zehntel Millimeter. Diese Toleranzen in einer Herstellung von irgendetwas sind immer da. Die kriegt man nicht weg. Ganz, ganz, ganz minimale Toleranzen sind das. Die sind in der Regel auch gar nicht so tragisch. Wir werden das gleich sehen. Ich werde das noch beleuchten. Dann eben noch das Alter der Objektive und der Gebrauch und die Abnutzung von Objektiven. Man kann sich hier wohl leicht vorstellen, ein Freund von mir, der fotografiert für National Geographic. Der kriecht bei wahrscheinlich, keine Ahnung, 40 Grad in sengender Hitze irgendwo durch die Wüste und fotografiert irgendwelche Viecher oder was auch immer. Und nächste Woche ist er dann irgendwo in Grönland bei eisiger Kälte, wo einem, ja, der Atem im Bad festfriert. Da kann man sich wohl leicht vorstellen, ich meine, jeder, der in Physik ein bisschen aufgepasst hat, weiß, wenn etwas warm ist, dehnt sich's auseinander, wenn etwas ganz kalt ist, zieht sich's zusammen. Also auch hier wieder haben wir dann eine gewisse Toleranz, womit wir dann leben müssen. Eben das zum Thema Einflüsse durch Umweltbedingungen. Dann haben wir natürlich als Lösungsmöglichkeit eine Kalibrierung. Das kann man einmal machen, indem man sagt, lieber Kamerahersteller, ich schicke dir jetzt mal mein Set und dann machst du das bitte ordentlich. Na klar, das geht. Kostet natürlich ein bisschen Zeit und kostet natürlich auch für die Kalibrierung gar keine Frage. Oder man macht das Ganze selbst, denn, und das habe ich eben ja schon angesprochen, man hat in jeder Fertigung von etwas mini, mini, minimale Toleranzen. Das heißt, von der Kamera selbst bis auch zum Objektiv.
Und da passiert dann Folgendes. Wenn wir keine Toleranz haben, Objektiv, Kamera, pa, picobello, auf den Punkt, dann haben wir ja bei beiden eine Null-Toleranz und wir erfreuen uns um ja wirklich perfekt scharfe Bilder. Keine Frage. Jetzt haben wir hier aber leichte Toleranzen, wie wir eben festgestellt haben. Diese beiden Toleranzen jetzt hier in diesem Beispiel, die, will ich erst mal sagen, nivellieren sich so gegenseitig aus. Das heißt, ich habe das Objektiv so mit meiner gedachten Skala. Das ist jetzt also nichts, was man sich merken sollte. Ich habe das nur irgendwie versucht zu visualisieren. Das Objektiv hängt irgendwo so bei plus 2. Die Kamera hängt aber auch so bei knapp plus 2. Das würde bedeuten, hier in dem Fall würde man das nicht merken, dass man noch ein bisschen was verbessern könnte. Ist ja auch nicht viel. Und hier mal als Beispiel, wir haben das als Service auf der letzten Fotokina angeboten und auch auf der Fotokina vor 2 Jahren angeboten. Und zwar haben wir gesagt, bringt eure Kameras mit bitte einem Objektiv. Na klar, können wir nicht einen ganzen Objektivpaar kalibrieren. Und wir werden dann dieses Objektiv an der Kamera ausmessen mit dem Spider-Lenskal und gegebenenfalls kalibrieren. Womit wir nicht gerechnet haben, ist, wie viel wir haben kalibrieren müssen. Und zwar haben wir circa 1050 Kameras oder Kamera-Objektivkombinationen eingemessen in der einen Woche oder knappen Woche Fotokina. Und ob Sie es glauben oder nicht, wir haben circa 650 davon korrigieren müssen. Ich persönlich, muss Ihnen sagen, war überrascht. Ich hätte das nicht gedacht, dass es so viele sind. Das heißt aber nicht, dass 650 total raus waren, sondern hier solche kleinen ja, Verbesserungen waren eben natürlich am meisten rauszuholen. Also jetzt habe ich hier von so einer Toleranz gesprochen, die sich so gegenseitig fast ausnivelliert. Aber was ist, wenn die beispielsweise Kamera zwar eine sogar kleinere Toleranz hat, als eben hatte sie fast plus 2. Jetzt hat sie nur noch 1 minus 1,5. Das heißt, die ist eigentlich noch besser am Optimum. Aber die läuft in die, mit der Toleranz in die völlig andere Richtung. Das bedeutet, dass genau ein solcher User-Nutzer einer solchen Kamera-Objektiv-Kombination, der würde dann sagen, ja, die Canon 123 mit dem Objektiv von Firma XY, das funktioniert nicht wirklich. Das Objektiv habe ich auf einer anderen Kamera gesehen, da ist das wirklich klasse, aber auf der geht's nicht. Und genau so etwas spielt dann da eine Rolle. Das heißt also, beide waren wirklich innerhalb einer Toleranz, aber eben völlig gegenläufig. Und genau dabei sollte man dann eben eine Kalibrierung in Erwägung ziehen. Ob man das dann wegschickt oder besser die Kalibrierung eben dann selber macht, weil man kann sich dann auf jedes einzelne Objektiv einschießen. Das sollte man dann eben entsprechend tun. Der Spider-Lenskal ist, das habe ich eben ja schon so ein bisschen erklärt, man kann ihn zusammenklappen, der ist wirklich ganz dünn, passt in jeden Rucksack, ist auch sehr langlebig und robust. Ja klar, der ist aus Kunststoff, so dieses Lineal beispielsweise, das ist so ein, wie soll ich das beschreiben, wie heißt das, Fiberglas oder Glasfiber? Ich kann mir nie merken, wie rum das richtig ist. Ich glaube Fiberglas. Kunststoffgemisch heißt also wahnsinnig stabil, das ganze Ding. Und eben, ja, was ich unten darunter geschrieben habe, es vermeidet wirklich Kosten. Intensive Korrekturen durch den Hersteller selbst. Man kann das nämlich ganz einfach selbst machen. Das dauert auch gar nicht so lange. Ich würde jetzt sagen, pro Objektiv, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt und Sorgfalt walten lässt, naja, 10 Minuten, vielleicht auch eine Viertelstunde. Man macht das wie folgt: Den Spider-Lenskal, den befestigt man auf dem Stativ. Das habe ich jetzt hier in diesem Fall mal nicht mit dargestellt. Man muss kein Stativ verwenden. Also wenn Sie keine zwei Stative haben, wo man einmal die Kamera und einmal den Lenskal drauf befestigt, dann geht das natürlich auch ganz gut auf beispielsweise einem sehr großen Tisch oder einfach oder besser sogar auf dem Fußboden. Da kann die Kamera wenigstens nicht runterfallen. Einfach auf eine ebene Fläche bringen und eben die Kamera dann so ausrichten, na klar, dass sie hier auf dieses schachbrettförmige Muster fokussiert, eben hier in die Mitte, beziehungsweise ein kleines bisschen auf der rechten Seite. Hier ist nochmal ein kleines Schachbrett, das ist dann übrigens für Makrolinsen. Und der Abstand zwischen
Entschuldigung, der Abstand zwischen dem Objektiv und dem Spider-Lenskal, der sollte so 25 bis 50-fache Brennweite sein. Sie merken, das ist natürlich eine sehr schwammige Aussage. Deshalb, weil das die Kamerahersteller oder beziehungsweise die Objektivhersteller wirklich völlig unterschiedlich machen. Also von Canon habe ich ganz oft gelesen, 50-fache Brennweite. Ich habe auch schon 25 von denen gelesen. Bei Nikon höre ich immer 30-fach, 25-fach, aber auch mitunter 50-fach. Also man merkt, das ist da so ein bisschen. Ich rate immer dazu, das Objektiv und die Kamera dann so ja, mit im Autofokus zu kalibrieren, dass man sie am ehesten so verwendet, wie man sie in der Praxis auch verwendet. Das heißt also jetzt beispielsweise, ich habe in meinem Linsenpark einen 25, Quatsch, einen 28 mm 1,4 von Nikon. Und ja, normalerweise würde man das ja verwenden, wenn man beispielsweise in einem kompletten Raum, sage ich jetzt mal als Beispiel, man merkt dann damit, dass ich ein Studio- oder Indoor-Täter bin, dass man den ganzen Raum meinetwegen rein bekommt. Und dann sind die Objekte, die man eben fotografiert, auch meist eher weiter weg. Aber gar nicht so bei mir. Ich fotografiere dann eher ja, aus sehr naher Distanz mit einem 28 mm. Und aus diesem Grunde mache ich das dann hier in dem Fall auch. Also ich gehe dann wirklich nur auf so eine 25-fache Brennweite und stelle das dann ein. Das jetzt mal nur als Beispiel. Eine 50 mm Linse in 50-facher Brennweite wären wir in etwa bei einem Abstand von 2,50 m bis zu 1,25 m. Was man niemals tun sollte. Jetzt angenommen, Sie haben eine 50 mm Linse, Sie haben eine Naheinstellgrenze von, ich weiß es gar nicht, ich sage es mal 50 Zentimeter, dann bitte kalibrieren Sie dieses Objektiv oder Objektiv-Kamera-Kombination nicht mit 50 Zentimeter Abstand, sondern dann, wenn 50 Zentimeter, habe ich gerade vorhin Millimeter gesagt, Entschuldigung, wenn 50 Zentimeter die Naheinstellgrenze ist, dann kalibrieren Sie es bei, naja, eher 60, 70. Also nicht zu dicht an die Grenze ran, weil sonst kann dann wieder das auch eine Fehlerquelle hinterher sein. So, also der Fokuspunkt, den legt man eben in die Mitte, visiert das Ganze an, beziehungsweise drückt den Auslöser halb, lässt das Objektiv dann den Auto oder den Fokus einstellen und ja, dann natürlich auslösen. Achten Sie bitte darauf, dass Sie den Spider-Lenskal immer ausreichend ausleuchten. Bitte nicht bei diffusem Licht machen. Wirklich ordentlich Licht draufgeben, so dass eben Kontraste hier auch ganz klar erkannt werden können. Ja, das macht man. Man fotografiert das ab. Wie man das aufbaut, habe ich ja eben schon gesagt. Schalten Sie dort den Autofokus ein, den Sie auch benutzen. Also, ob das dann dieser S-Modus oder wie heißt der andere? C, glaube ich, ne? Ja, Modus. wobei ich, wenn ich da kurz einhaken darf, ich würde immer unbedingt empfehlen, dort den Statik, also S S-Modus, heißt genau. er bei Nikon oder One-Shot bei Canon zu verwenden. Die Gefahr, dass sich die Kamera verzuckt, weil sie versucht, irgendwas nachzuführen, was gar nicht da ist, ist zu groß. Also Fußnote an der Stelle generell. Okay. Wenn ich mit statischen Objekten zu tun habe, immer den entsprechenden Fokusmodus verwenden, dann nicht auf die Nachführung setzen. Ja, das macht sehr Sinn, stimmt. Dann eben hinterher, wenn man das Bild jetzt davon gemacht hat, dann nimmt man natürlich dieses Bild und schaut sich das auf dem Monitor an. Das kann man hinten auf der Kamera machen. Ich würde immer dazu raten, das aber nicht auf der Kamera zu machen, sondern packen Sie die Speicherkarte in Ihren Rechner. Da haben Sie einen vernünftig großen Monitor und öffnen Sie dann bitte das Bild, was Sie von dem Lenskal gemacht haben, auf dem Monitor. Jetzt haben wir vorhin in dieser Uhr gesehen, da hatte ich auf den Sekundenzeiger fokussiert, aber dahinter war es scharf. Das heißt also jetzt, ich habe das jetzt hier
an dem Spider-Lenskal auch so festgestellt. Ich habe auf diese aufrecht stehende Platte, das ist ja hier dieses Schachbrett, darauf habe ich fokussiert. Die Kamera wäre jetzt hier, wenn wir mal hier von dem linken Lenskal ausgehen, da wäre jetzt die Kamera irgendwo hier weit auf der rechten Seite. Das heißt, der Fokus oder Autofokus, der misst die Entfernung zu diesem Objekt, was ich anvisiert habe, und stellt dann die Linse darauf ein. So, jetzt habe ich also hier drauf fokussiert, aber erinnern Sie sich wieder an die Uhr, es war ja dahinter scharf. Das heißt, ich habe in dem Fall hier einen Backfokus. Das heißt also, die Entfernungsmessung passt jetzt nicht so richtig zu den Toleranzen, die ich in der Kamera habe. Und damit habe ich dann den Fokuspunkt hinter dem Objekt, was ich eigentlich anvisiert habe. Und das sehe ich natürlich ganz, ganz einfach hier an diesem Lineal. Ich sehe jetzt hier ganz klar, mein schärfster Punkt liegt irgendwo so bei 2, naja, 5, 6, 7, irgendwo so da um den Dreh rum. Das habe ich so eigentlich nicht haben wollen. Was macht man? Man öffnet das entsprechende Menü in der Kamera. Autofokus Micro Adjustment heißt es hier. Ist jetzt hier auf Englisch eingestellt oder eben Feinjustierung, AF-Feinjustierung. Und dort kompensiere ich dann entsprechend den Front- oder Backfokus, so wie ich ihn habe. Und dann packe ich die Kamera wieder auf Stativ, beziehungsweise die Speicherkarte wieder rein, und fokussiere und fotografiere den Spider-Lenskal erneut. Dann schaue ich mir das Bild wieder auf dem großen Monitor an und sehe, jawohl, jetzt habe ich den Autofokus genau so eingestellt, dass die Null der schärfste Punkt hier in dem Bild ist. Jetzt hat man ja immer einen kleinen Range oder einen kleinen Bereich, der natürlich scharf abgebildet wird. Ein Kamera- bzw. Objektivhersteller kalibriert eigentlich die Kamera und das Objektiv so, dass sich die Fokusbalance im zwei Drittel hinter dem anvisierten Objekt befindet und ein Drittel von diesem Feld im Front ist. So ist eigentlich die Autofokus-Balance. Und das kann man hiermit natürlich auch sehr gut nachspielen. Aber da komme ich jetzt gleich nochmal drauf zu sprechen. Ich habe jetzt hier erstmal die Kameras eingeblendet, die entsprechend diese Autofokus-Feinjustierung bereitstellen. Das ist also nicht etwas, das diese Spider-Lenskal unterstützen muss, sondern das muss natürlich die Kamera mitbringen, diese Funktion. Das Spider-Lenskal ist dabei lediglich das Tool, womit man das ausmessen kann. Jetzt habe ich ganz brandneue Kameras, wie beispielsweise die Nikon D600. Jetzt bin ich halt Nikon-Fotograf und deswegen fällt mir die auch als erstes ein. Die ist jetzt hier in dieser Liste noch nicht drin. Ich müsste mich auch erst noch vergewissern, ob die Kamera diese Funktion hat. Ich gehe aber ganz scharf davon aus. Vielleicht weiß das sogar der Sebastian, ich bin mir nicht sicher. Ich muss gestehen, bei der D600 kann ich es auch nicht beschwören. Ich würde es auch erwarten, wobei, wenn ich mich nicht verguckt habe, ich möchte sagen, parallele Modell von Canon, die 6D beherrscht es nicht. Also müsste man tatsächlich nochmal einmal kurz nachforschen. Vielleicht haben wir ja im Panel schon einen begeisterten D600-Käufer, der uns das sagen kann oder mal eben durch die Menüs klicken kann. Ja, richtig, genau. Das wäre gar nicht schlecht. Das wäre ein super Feedback. Also dennoch, natürlich hier diese Liste wird permanent geupdatet und die ist auch bei uns auf der Website unter datacolor.com eben unter diesem Produkt natürlich dann auch einzusehen. Gar keine Frage. Jetzt habe ich eben ja was angesprochen und zwar mit dieser Autofokus-Balance. Links sieht man ein Foto, was ich hier in meinem Studio geschossen habe. Ich mache so Fashion- und Glamour-Fotografie. Da sieht man jetzt auf dieser Skala, und ich bin jetzt wieder auf meine Fantasieskala damals zurückgegangen, dass der Autofokus ja so gesetzt wird, dass man, das habe ich eben schon gesagt, ein Drittel im Front hat und zwei Drittel im Back. Was ich hier bei so einem Foto mache, völlig klar, fokussiere auf das Auge. Und das Auge ist jetzt hier entsprechend auch scharf abgebildet. Was man aber sieht, ist, dass die Nasenspitze nicht scharf abgebildet ist. Die ragt mir dann über dieses vordere Drittel noch hinaus. Während aber nach hinten würde jetzt ein Ohr zu sehen sein, könnte man sehen, dass
Im Vergleich zur Nasenspitze das Ohr aber relativ scharf ist. Man sieht das hier links oben noch so ein bisschen an dem Pony von der Dame. Da geht es nach hinten doch noch recht scharf zu. Ja, und solche Bilder, die landeten dann in der Vergangenheit bei mir halt vorrangig in meinem virtuellen Papierkorb. Was ich also gemacht habe, ist, Entschuldigung, bei der Objektivkalibrierung, der Gedanke kam mir eigentlich mehr oder weniger dann plötzlich zufällig. Ich habe alle meine Objektive neu kalibriert. Ein Objektiv von denen, die ich benutze, hatte wirklich eine Kalibrierung nötig. Und bei den anderen hatte ich so einen Eindruck, nö, das ist eigentlich ganz prima. Gesehen habe ich etwas. Optimieren konnte ich alle, wenn auch wirklich nur mit sehr, sehr geringen Korrekturen. Aber dann kam mir plötzlich die Idee, Moment, ich habe doch immer das Problem, dass dann meine Nasen oder nicht meine, sondern die des Models sehr schnell mal unscharf wird. Was will ich eigentlich mit mit einer Fokusbalance von 2/3 im Back und von 1/3 im Front? Für meine Art der Fotografie, für Landschaft ist das hier brillant und das sollte man natürlich dann auch lassen. Aber für People-Fotografie mache ich das genau umgekehrt. Ich drehe das um. Ich mache 1/3 im Back und 2/3 im Front. Und schon habe ich ein Bild, wo es nach hinten schneller unscharf wird, die Nasenspitze scharf bleibt und mein Auge genau die Schärfe hat, die ich mir auch davon wünsche. Und insofern habe ich dann eigentlich die Kamera, wenn man das so genau möchte, ja dekalibriert. Nämlich ich habe sie genau nach meinen Zweck, an meinen Zweck optimiert und damit für meine Art der Fotografie erheblich effizienter gemacht. Bei mir landen, und das kann ich wirklich versprechen, wesentlich weniger Bilder hinterher im Papierkorb. Damit wäre ich am Ende angelangt von meiner Autofokus-Kalibrierung. Jetzt gehe ich aber nochmal zurück an den Sebastian. Und der zeigt uns dann mal noch die Einstellungen im RAW-Converter, was man da noch rausholen kann. Genau, wir haben ja vorhin ganz zu Anfang gesagt, wir können an der Schärfe nicht wirklich etwas machen, aber wir können natürlich zumindest der Schärfe einen kleinen Kick geben. Vielleicht überleitend einfach auch noch ein Feedback aus meiner Praxis. Hier bei uns im Atelier, wir arbeiten ganz viel Outdoor im Bereich Hochzeit. Und bei uns geht keine Linse mehr raus, die nicht kalibriert ist. Durch die Fotografie teste ich natürlich auch oft neue Objektive. Und ich möchte gar nicht wissen, wie oft zum Beispiel ein Käufer eines Objektivs gesagt hat, das Objektiv ist schlecht, ich kriege nur unscharfe Bilder. Dabei war nur der Fokus dejustiert. Und wir haben eben für uns, für unsere Arbeit mit der offenen Blende jedes Objektiv hier inzwischen durchgemessen und das auch regelmäßig nach. Denn wir haben mal gesagt, es geht um mechanische Toleranzen. Oliver hat angesprochen, es gibt natürlich klimatische Einflüsse, Umwelteinflüsse. Da muss man ab und zu mal ein bisschen nachjustieren. Und wir haben auch jedes Objektiv tatsächlich ein bisschen optimiert, manches sogar ziemlich stark. Das war durchaus überraschend, aber hat in der Tat dazu geführt, dass weniger im virtuellen Papierkorb landet, dass die Ausbeute noch größer ist. Natürlich spielt bei der Schärfe der Abbildungsmaßstab eine Rolle. Ja, wenn wir uns, ich habe hier diesen Slide, den wir vorhin gesehen haben, nochmal kurz eingeblendet. Wenn wir uns vor Augen führen, ich drucke, vielleicht hat der ein oder andere auch die Fotografie 1.2.2013 auf Papier in der Hand gehabt. Ich drucke so ein Foto in 10x15 ab. Da erscheint der Schärfebereich natürlich viel größer, als wenn ich mir die Ausschnittvergrößerung heranhole, was ich hier für das Seminar nochmal gemacht habe. Ein Foodfoto entstand bei der Arbeit für einen Gastronomieführer, auch vor Ort, das heißt mit Available Light überwiegend, ein bisschen Blitzlicht hinzugefügt, aber ohne einen riesigen Aufbau. Deshalb die Blende für ein Makroobjektiv recht weit geöffnet. Und eigentlich liegt die Schärfe nur ganz exakt dort auf der Vorderkante der Jakobsmuschel. Da sieht man noch ein bisschen Licht und da sieht man sogar noch die feinen Röstnoten. Aber in dem Bereich davor zum Beispiel so ein Spiegel mit Petersilie und noch ein paar kleine Deko-Elemente,
die werden, wie man unten in der Ausschnittvergrößerung sieht, schon unscharf. Das Foto daneben, die Braut, fotografiert in Holland am Strand, wirklich schöne Geschichte im letzten Sommer, habe ich uns nochmal rausgepickt, um auf genau die Frage einzugehen, die Oliver gerade angesprochen hat. Was kann ich denn jetzt tatsächlich im RAW oder generell auch in der Bildbearbeitung tun? Schauen wir mal, ich hoffe, sehen gleich alle den RAW-Converter. Das Adobe Camera Raw 7.3, also aus dem aktuellen Photoshop, würde in Lightroom ganz genauso aussehen, ganz genauso funktionieren. Das Bild hier mit Blende 1.8 geschossen, sehr weit geöffnet. Maximal wäre bei dem Objektiv eine Blende 1.2 gewesen, ganz leicht abgeblendet, ganz gut für die Qualität. ISO 100, also geringe Lichtempfindlichkeit. Klar, wenn ich eine hohe Lichtempfindlichkeit habe, steigt die Körnung und auch die geht natürlich zu Lasten der Schärfe. Wir haben hier gespielt, wir haben gesagt, wir machen die Blende weit auf. So gelingt es uns, die Braut hinter ihrem Brautstrauß schon unscharf darzustellen und mal ganz auf den Strauß zu fokussieren. Ein bisschen Bearbeitung an dem Motiv habe ich schon vorgenommen, aber an all den Parametern, die sich auf die Schärfe bzw. auf den Schärfeeindruck auf die Wirkung auswirken, die habe ich noch nicht berührt. Ja, ich habe hier einerseits den Kontrast, den Schwarzregler und die Klarheit. Und wir schauen uns das mal nacheinander an. Ich persönlich bin ein großer Fan dieses Reglers für die Klarheit. Gerade wenn ich ein Schwarz-Weiß-Motiv zum Beispiel besonders knackig mit hohem Kantenkontrast machen möchte, wirkt dieser Klarheitsregler sehr gut, führt allerdings dazu, dass Lichter und Schatten stärker akzentuiert werden. Ich drehe mal bewusst ganz stark auf und würde im Gesicht, man sieht das hier hinten, ich nehme es nochmal stark zurück, die dunklen Bereiche stärker aushärten. Ja, ich kriege, ich zeige Ihnen das auch mal in der näheren Ansicht, hier im vorderen Bereich, ich hoffe, Sie kriegen gleich auch das Zoom-Bild. Genau. Im vorderen Bereich ziehe ich die Klarheit nach oben. Das wirkt sich auf den Schärfeeindruck auf jeden Fall positiv aus. Ja, sehr gut sichtbar. Aber ich muss mit einer gewissen Härte leben. Ähnliches macht der Schwarzregler. Ja, wenn ich die dunklen Bereiche nach unten ziehe, mache ich ja auch nichts anderes, als den Kontrast zu erhöhen. Auch das mache ich jetzt mal, gehe bewusst in die Extremwerte, um Ihnen zu zeigen, wie das im Bild ausschaut. Und wir haben natürlich hier oben auch noch den Kontrast. Klar, Schärfe ist nichts anderes als ein scharfer Kantenkontrast. Wenn ich den jetzt auch noch erhöhe, dann wird es richtig bissig. Ja, ich überzeichne das hier ganz bewusst im Rahmen unseres Webinars, um das ein bisschen darzustellen. Und man muss ja sagen, wir haben an der Stelle noch nicht einmal an den eigentlichen Reglern gezogen, die Schärfe heißen. Ich gehe mal einmal kurz zurück in die Gesamtansicht und da sieht man, man kann es natürlich deutlich übertreiben. Das wird heikel, das geht allenfalls noch als moderne Kunst durch. Da müsste man jetzt mit Zartgefühl ein bisschen arbeiten, um das Resultat zu erzielen, das zwischen übertriebener Härte und einem knackigen Bild liegt. Wenn Sie die Schärfe optimieren möchten, kommen Sie im RAW-Converter an diese Stelle. Hier im Moment alles auf 0. Ich gehe mit der Tastenkombination Befehlstaste Alt 0 mal wieder auf die 100% Ansicht. Warte kurz, bis die auch hier über die Leitung bei Ihnen angekommen ist. Ja, ist da. Und drehe dann auch hier mal ganz aggressiv an den Reglern. Dort empfehle ich wirklich, versucht macht klug. Schauen Sie sich das Bild immer auf 100% an. Gehen Sie nicht in die Ganzseitenansicht. Schauen Sie sich beim Nachschärfen das Bild auf 100% an und drehen Sie dann mal die Regler hoch. Mit Maskieren können Sie die Stärke der Wirkung wieder ein bisschen zurücknehmen.
Und dann gilt es, den richtigen Ausgleich zu finden zwischen Nachschärfen und zwischen dem Bildrauschen, das sich einstellt, und unter Umständen auch noch zwischen dem Ausgabeweg, den Sie nachher wählen, ob das Drucken ist, ob das eine Präsentation am Bildschirm ist. Auch dort ist der Schärfeeindruck nochmal ganz anders, ob das nur digital abläuft oder zum Beispiel als Fotoprint. Bei der Rauschreduzierung müsste ich jetzt moderat dagegen arbeiten und kann über die Details und den Kontrast dort auch wieder etwas Wirkung zurücknehmen. Sie sehen, es gibt viel daran zu stellen. Das verlangt ein bisschen Erfahrung. Das verlangt aus meiner Sicht vor allem Ausprobieren. Es ist ja eigentlich erfreulich leicht. Sie sehen sofort, was passiert. Das RAW wird nicht destruktiv bearbeitet, wie man sagt. Das heißt, es sind nur Einstellungen an der ursprünglichen Datei. An den Rohdaten ändert sich nichts. Da kann einem also gar nichts passieren, wenn man mal ein bisschen ausprobiert. Da sollte man sich auf keinen Fall verscheuen. Und dann muss man eine sanfte Balance erreichen zwischen dem Nachschärfen der Rauschreduzierung und den Parametern Kontrast, Schwarz und Klarheit, mit denen ich dann nachher hier im Bild eingreifen kann. Und also die Schärfe an sich, so wie wir das jetzt gerade gesehen haben, ist aber über den RAW-Converter ja nicht partiell zu setzen, sondern man kann das immer nur generell fürs ganze Bild machen, richtig? Erfreulicherweise nicht mehr richtig, Oliver. Okay. Die RAW-Converter, speziell der RAW-Converter von Adobe in Photoshop und in Lightroom, ermöglicht es mir, über die Bereichsreparatur, über diesen Pinsel, den ich hier gerade verwende, Verzeihung, jetzt bin ich auf dem falschen Pinsel gelandet, pardon, sieht doch ähnlich. Da, der Korrekturpinsel ist der richtige. Sehen, der eine hat noch so ein paar Symbole drumherum, oben links. Dort könnte ich, ähnlich wie mit dem Stempel in Photoshop, eine Kleinigkeit entfernen oder hinzufügen. Flecken, Pickel und so weiter. Mit dem Korrekturpinsel kann ich einen bestimmten Bereich anmarkern und dort zum Beispiel die Belichtung, aber auch die Farbtemperatur und eben auch die Klarheit, die wir vorhin gesehen haben, und die Schärfe und die Rauschreduzierung nochmal separat beeinflussen.